Hütte im State Park. 5 Stunden seit Finns Flucht. Wir sind dem Killer auf den Schlichen, liebe Freunde. Und jetzt sind wir nochmal in der Hütte, um weitere Spuren zu finden. Wir brauchen Beweise. 20.23 Uhr. Ich bin erneut an dem Tatort, an dem Detective Jack Calvary verstarb. Ich sehe mir zuerst das Schlafzimmer näher an. Es ist kein riesiges Zimmer. Aber man kann ja nie wissen, ob das Forensikteam was übersehen hat. Okay, wir müssen uns wieder vorbereiten und alles abchecken. Und jetzt muss ich mich wieder beeilen, denn das ist ein Multi... Ach cool, haben wir Glück gehabt. Okay, schnell weiter. Da ist noch irgendwas. Okay, wo kann noch was sein? Wo kann noch was sein? Wo kann noch was sein? Da! Ja, komm schon! Yeah! Hui. Oh. Blut überall. Die Spuren gehen nach außen, auf dem Kopfteil. Von dem Ausgangspunkt der Explosion. Die Explosion ging deutlich in eine Richtung. Wenn Simon wirklich von der Bombe wusste, hätte er ernsthafte Verletzungen vermeiden können. Forensiker haben bestätigt, dass die Kugeln aus der Waffe von Calvary kamen. Aber warum? Hey! Aha, und da hatten wir uns doch gefragt, was aus dem Bild gefallen ist. Was ist denn das? Genau. Ihr erinnert euch. So ein Mist. Geht auch. Okay, das ist die Aufschlüsselung. Das Callgirl. Und das war das Ende von unserem Kollegen. Aber wer ist das? Okay, na das... Okay, wer ist das? Und das ist doch unser Freund Adam. Aber die Qualität ist verdammt schlecht. So richtig erkennen tut man ja niemanden. Wie bei der Witwe. Jede Wette, dass das derselbe Pullover ist wie der auf Simons Waschmaschine. Scheiße. Wow. Tja, unwahrscheinliche Worte, aber zum Glück war Carrie so ein perverses Stück Scheiße. Das ist krass. Jetzt sind wir uns ziemlich sicher, dass Simon dahinter steckt, alias Adam. Hier ist jemand drin. Boah, das Spiel ist mittlerweile richtig gut. Find's super spannend. Oh, yeah. Was? Ich kann es erklären. Ja, das sollten Sie auch besser. Okay, aber könnten... Na los, reden Sie. Ich musste das wissen. Was wissen? Über Sie. Was wollten Sie rausfinden? Ich weiß, Sie und Calvary hatten Ärger. Das ist untertrieben. Darauf will ich hinaus. Die Ermittlung? Meine Güte. Sie nicht. Auch? Ich muss alles in Betracht ziehen, Becky. Sie wissen das. Denn wenn Sie Calvary beseitigen wollten, hätten Sie das durch Finns Geständnis dem Trapper zuschreiben können. Gelegenheit und Motiv. Ganz recht. Genau wie jetzt gerade. Oh mein Gott. Oh Gott. Bitte. Bitte, Becky. Felicity. Wer bin ich?
Wer? Dass sie, dass sie sowas für möglich halten. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hilft uns jetzt auch nicht weiter. Und eben schon mal gar nicht. Da wird jemand genäht. Was zum Teufel, Alter. Okay, damit ist Teil 2 beendet. Tippt in das Feld, wenn es weitergehen kann. Was für eine Action. Mann. Ich muss jetzt mal durchatmen, bevor es irgendwie weitergehen kann. Puh, das ist wirklich heftig. Also wir machen direkt weiter. Hier, in diesem Video noch. Felicity überredete Richter Vanston dazu, Finn in Polizeigewahrsam zu entlassen. Finn brachte Becky zu dem Haus, in dem... Aha, Becky störte eine versteckte Kamera am Tatort. Die Kamera enthielt geheime Aufnahmen zu Calvarys Mord. Die Witwe des Bestatters sagte, dass ihr Ehemann regelmäßig zu Prostituierten ging. Der Kaplan bestellte sich ebenfalls Prostituierte. Becky konnte ihren Verfolger gut sehen. Becky sah die gleiche Sportjacke in Simon Hillarys Waschküche. Becky half Finn bei der Flucht, damit er Adam finden konnte. Finn erzählte Becky, dass seine Geisel während seiner Festnahme mit ihm zusammengearbeitet hatte. Und das ist eine gute Zusammenfassung eigentlich. Becky fand heraus, dass Simon Hillary sie verfolgt hatte. Bei Recherchen fand sie heraus, dass er eine falsche Identität annahm. Das wissen wir, denn der Simon Hillary, der sah ganz anders aus. Aber so haben wir nochmal alles zusammengefasst, auch für die, die jetzt ein bisschen Abstand zwischen den Folgen hatten. Ich würde sagen, wir machen weiter. Jetzt kommt Teil 3 von Hidden Agenda. Vom Video her ist es natürlich nicht Teil 3, aber nah dran. Jetzt bin ich gespannt. Kriegen wir es hin, Simon das Handwerk zu legen? Temple Bar, 20.45 Uhr. Und was sage ich mit Finn? Genau, 6 Stunden seit seiner Flucht. Glauben Sie noch, ich was? Becky, wenn ich ehrlich bin, sieht das schon ein wenig aus wie Sie und das wird Ihnen nicht gerade helfen. Sie sind doch eingebrochen. Warum sollte ich Ihnen das sonst zeigen? Wir müssen Sie irgendwie auf unsere Seite kriegen, aber wenn die auch so ein Pulli und solche Sachen, dann können wir dir auch nicht 100% vertrauen. Vielleicht ist es so eine falsche Fährte mit Simon. Puh. Wenn ich das auf dem Video wäre... Warum sollte ich es Ihnen zeigen? Ich hätte Sie auch einfach in der Hütte töten können. Das hätten Sie ja auch fast. Touché. Der Typ aus dem Video? Mit dem Pulli? Den habe ich vorhin verfolgt. Sicher? Ziemlich. Okay, also, das Callgirl. Sie arbeitet mit dem Trapper. Warum? Sie lockt sie an und tötet sie und er stellt dann die Falle? Eins ist mir nicht ganz klar. Wo ist das Callgirl hin? Sie geht ins Bad und der Typ mit Kapuze kommt wieder raus. Hab nachgeforscht über Simon Hillary. Was meinen Sie? Ich habe einen Blick in seine Personalakte geworfen. Sie haben was? Und hab sein Highschool-Jahrbuch online gefunden. Becky, finden Sie, dass das eine gute Idee ist? Der Zweck heiligt die Mittel. Es war das Risiko wert. Ja, das auf jeden Fall. Manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Was haben Sie? Ich fand Simon Hillary. Und? Das ist Simon Hillary. Halt, halt. Soll das heißen, unser Simon ist nicht der Simon? Vielleicht eine falsche Identität. Aber wie? Der Zeitraum passt. Sie wären etwa im gleichen Alter. Und hier, man sieht eine Ähnlichkeit. Adam stirbt angeblich in den Flammen und kurz darauf fängt Simon Hillary seine Ausbildung an. Er ist mir seit der Besprechung gefolgt. Simon? Oder Adam? Anscheinend? Ja. Er wusste, ich würde alte Fälle durchgehen. Und dass sie mich früher oder später zu ihm führen würden. Verdammt. Ich weiß nicht, ob das schon für einen Haftbefehl reicht. Wir kriegen den Kerl. Ja, er hat jemandens Identität gestohlen, das ist wohl nur halb so wild. Aber wir kriegen den Typen. Ich weiß, aber ich kann ihn kriegen. Wir können ihn kriegen. Mit Ihrer Hilfe. Okay, nichts überstürzen. Überlegen wir... Erstmal, was zu tun ist.
Danke. Als Calvary vor 5 Jahren im Trapper-Fall ermittelte, war er in einem Punkt leider blind. Prostituierte, das erste Ziel, der Bestatter, traf ein Callgirl in der Nacht seines Todes. Vater Rominski hatte ein Herz für Callgirls. Und Calvary wurde von einem Callgirl getötet. Oder jemand, der sich so anzieht. Wenn es Simon ist, lockt er seine Opfer vielleicht mit Hilfe eines Callgirls an einen vorher bestimmten Tatort. Oder vielleicht haben wir ja... Vielleicht haben wir was übersehen. Ach, ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Es ist, als wären alle hinter mir her. Keine Sorge, Detective. Ich passe auf Sie auf. Ja, darauf trinken wir. Ja. Darauf trinke ich. Oder Simon arbeitet mit Daniela Cardinius. Und sie war die Nutte bei Cavalry. Das könnte schon sein, sie. Suchen sie schon, also können wir sie vielleicht bald fragen. Simon wusste, dass Finn anfing auszupacken und dann tötete er Cavalry, weil ihm klar war, dass jeder sofort mich verdächtigen würde. Hat alle von der Spur abgebracht. Oh Mann, er war die ganze Zeit direkt vor unserer Nase. Was? Felicity, was? Ein Durchsuchungsbefehl für Simons Haus kommt nicht in Frage, aber es gibt einen Weg. Ja? Er kennt Sie, laden Sie ihn doch auf einen Drink ein und während er hier ist und Sie ihn im Blick haben... Im Ernst? Sie wollen in sein Haus einbrechen? Tja. Felicity, das ist illegal. Aber dann wären wir sicher. Schwierig, schwierig, schwierig. Also auch eine vage Entscheidung, wie wir nur treffen können. Oh... In sein Haus einbrechen, das kann natürlich vor Gericht nachher nicht angewendet werden und auch gefährlich werden. Und ich bin mir nicht sicher, also ich bin mir zu 80% sicher, dass Simon ist, aber vielleicht steckt auch sie dahinter. Und das wird so eine mega krasse. Scheiß drauf, tun wir es. Okay, gut. Temple Bar. 10 Minuten? Perfekt, ich bin hier. Der Köder liegt aus. Viel Glück. Hallo? Ich habe Adam Jones. Finn? Wo sind Sie? Ich stehe vor seinem Haus. Hab doch gesagt, ich finde ihn. Ich stehe gerade vor seinem Haus. Was? Wo? In der Stadt? Ja. Haben Sie mit ihm geredet? Ich bin ihm gefolgt. Hat mich nicht gesehen. Eine Frau ging vor einer Weile aus dem Haus. Jetzt ist er allein dort drin. Welche Adresse? 1712 Alameda Road. Aber natürlich. Was? Bin unterwegs. Sie bleiben dort. Fuck. Was zum Teufel? Das Bier. Vergiftet. Und das ist das Callgirl, oder was? Die Kellnerin steckt dahinter. Och nee. Dabei lief's doch wie am Schnürchen eigentlich. Verdammte Axt. Und jetzt? Jetzt ist Ketchup, wie man gerade gesehen hat. Sie schleicht sich rein. In nächtliches Treiben in Finns Wohnsitz. Finns, was erzähle ich denn da? In Simon Hillary's. Alias Adam, alias... Es sind zu viele Namen. Vielleicht finden wir Spuren in dem Haus. Muss ich das Ihnen wirklich mehr als einmal sagen? Oh, wir bleiben hier. Unseres Todes streben wir immer weiter danach.
Du weißt doch, nur eine Sache ist sicher als Geld, Baby. Die Rache. Unbehagliche Situation. Es gibt einen Keller. Shit, Zeit zu gehen. Irgendwas kommt hier noch, ich wusste es. Und das ist der Zugang zum Keller. Und es ist offen. Getarnt als Abstellraum, oder was? Wir sind der Sache auf jeden Fall auf der Spur. Shit! Ach du Kacke. Okay, wir müssen wieder den Laden untersuchen. Am besten vorher einmal anschauen, was es denn sein könnte. Okay, los geht's. Eine Uniform. Nummer 1. Hier ist auch noch irgendwas. Okay, jetzt zur Kamera runter oder was? Sehr auffällig. Ja, sehr schön. Haben wir hinbekommen. Fotos von Becky. Das sind die Fotos am Waisenhaus, die da entstanden sind. Der Mörder ist entlarvt. Er ist ein Cop. Hier ist auch noch die Rattenfalle. Wir haben den Kerl. Wir haben den Kerl, aber Becky ist immer noch betäubt. Was zur Hölle? Wo sind Sie? Ich stehe vor seinem Haus. Hab doch gesagt, ich finde ihn. Oh, Scheiße. Wir kriegen Gesellschaft. Und das ist nicht gut. Okay, wir verstecken uns, würde ich sagen, oder? Fliehen oder verstecken? Was sagt ihr? Wir entscheiden uns in der nächsten Episode!